Das Thema, was wir heute auf der Tagesordnung haben, ist mittlerweile so umfangreich, dass ich nur ein paar Auszüge aus dem Bereich bringen kann. Ich sage Ihnen ganz ehrlich und offen, was ich eigentlich beabsichtige, ist nämlich Ihr oder das normal veröffentlichte Bild auf die Demografie ein klein bisschen zu erschüttern, Sie ein klein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Das Ziel dabei ist nicht zu sagen, ich habe Recht und die anderen Unrecht, sondern mein Ziel ist immer, Sie zum Denken anzuregen und zu merken, wenn Leute Unsinn erzählen, sich selber widersprechen. Ich glaube, dieses Bild beschreibt sehr gut die Angst vor der demografischen Entwicklung. Ich nenne es mal, weil ich aus Erfahrungen weiß, wenn ich eine halbe Stunde geredet habe, dann weichen alle möglichen Panikmacher auf alles aus, aber nicht mehr auf das, was sie normalerweise sagen. Zu wenig Kinder, zu viele alte Leute, die zu lange leben. Ja, und diese Last erdrückt das Kind. Fangen wir erstmal mit ein paar Widersprüchen an, die mich auch bewegt haben, zu dem Thema ein bisschen tiefer zu gucken. Der erste Widerspruch ist, der Spiegel hat 7 Jahre vorher ein ganz anderes Bild als Titelbild gehabt, nämlich ein Schiff, was unterging, weil zu viele Menschen drauf waren. Und damals hieß es, das Boot ist voll. So ist die Frage, ob innerhalb von 7 Jahren ein zu volles Boot zu einer aussterbenden Republik wird. Mir ist es nicht geläufig. Das Zweite sind meine Erfahrungen, die ich beim Statistischen Bundesamt, die ich beim Statistischen Bundesamt gemacht habe. Ich habe von 88 bis 1991 war ich in Bonn, damals Regierungssitz, habe unter anderem halt die wissenschaftlichen Dienste vom Deutschen Bundestag betreut und Finanz- und Wirtschaftsministerium, das spielt aber jetzt keine Rolle. Und ich hatte in dieser Zeit Daten, reale Bevölkerungsdaten auf dem Tisch über die geborenen Kinder in den 80er Jahren. Das waren erstaunlich viele. Man sagte damals auch geburtenstarke Jahrgänge. Das war das eine. Und das zweite, dass ich auch über die Gewerkschaft halt Daten von den Lehrern, der Struktur, Altersstruktur der Lehrer. Und da waren sehr, sehr viele Lehrer, die 55 schon bis 65 waren. Meine ganz einfache logische Kombination war, da kommen viele Kinder, die ja schon geboren sind, die kommen zur Schule, wenn sie nicht zwischendurch sterben, was seltener ist. So, und die Lehrer werden nicht deshalb über 65 Jahre lang arbeiten, nur weil gerade viele Kinder kommen, die gehen in Pension. Und dann bin ich zum Bundestag, dann bin ich ins Bildungsministerium, dann bin ich ins Finanzministerium und habe denen gesagt, der nächste Lehrermangel ist, der steht vor der Tür. Können Sie anhand der vorhandenen Daten, können Sie das ablesen? Ich bin gegen die Wand gelaufen. Was? Unter Hitler, da waren wir das letzte Mal uns über Geburtenzahlen, da wurde das Mutterkreuz vergeben. Also bleiben Sie mal mit diesen komischen Demografie, nannten sich Bevölkerungsdaten, bleiben Sie mit diesen Daten vom Hals. Das waren reale Daten, aus denen man sehr zwangsläufig was ablesen können. Dieses Bild basiert überwiegend auf der Angst, die ab 2003 vom Statistischen Bundesamt mit 50 Jahres Bevölkerungsprognosen mit unterstützt wurde. Da hat man gesagt, damals, Daten von 2001, im Jahre 2050 haben wir 33,7% über 65-Jährige. Das heißt, hat man Jahresprognosen. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Reale Daten, die Wirklichkeit sind, haben damals überhaupt nicht interessiert. Prognosen über 50 Jahre, ja, das ist jetzt plötzlich die Wirklichkeit. Ne? Das ist das, womit wir leben müssen. Ich kann mich gut noch an Gerhard Schröder, ich weiß, hier sind ein paar Sozialdemokraten unter Ihnen, aber der war damals in der Zeit aktiv, ne, der gesagt hat, dass er dafür Deutschland zukunftsfest machen muss. So, und dann habe ich weitergeklickt im Kopf. Ich habe auch mal Prognoserechnungen gemacht, 50 Jahresprognosen. Habe gedacht, oh, die sind aber klug, die Leute. Ne? Das haben sie auch versucht zu vermitteln. Sie gucken weit in die Zukunft, ne? Und machen Deutschland da fest. 50 Jahresprognosen wäre, als hätte 1964 jemand für heute etwas vorausgesagt.
die, die älter sind hier, können sich vielleicht noch schwach an 1964 erinnern. Also Kriegsfolgen waren gerade vorbei. Wir hatten damals geburtenstarke Jahrgänge mit 1,4 Millionen Kinder. Die Mauer der DDR war gerade gebaut. Und ansonsten war Technik, naja, ziemlich schwach entwickelt. Computer gab es. Also die, die Leistungsfähigkeit meiner Uhr hatten, haben damals hier so einen Raum ausgefüllt, waren auch nicht vernetzt. Das war eine Welt, ach so, fast vergessen. 1964 ungefähr begann ein großer Mangel an Arbeitskräften in Deutschland, trotz der vielen Kinder. Fehlten uns Arbeitsplätze und da begann verstärkt die Migration aus Südeuropa, aus der Türkei. Das heißt, wenn man 1964 für heute geguckt hat, hat man eigentlich alle wesentlichen Faktoren übersehen. Ja, und das sind 50-Jahres-Prognosen. Wenn Sie jetzt sagen, oh, jetzt pickt aber gerade ein Zeitraum raus, wo so viel Computerentwicklung, all das ne, mit Wiedervereinigung, Auflösung des Ostblocks, oh, das war ein ganz spezieller Zeitraum. Gehen Sie 50 Jahre davor, von 1914 bis 1964 hätten Sie zwei Weltkriege übersehen, vielleicht den Anfang des ersten. Das heißt, 50 Jahre in die Zukunft gucken, ist das, was ich moderne Kaffeesatzleserei nenne. Und diese Daten waren ausschlaggebend, um sofort aber ne, die Sozialsysteme zu verändern. Weil in 50 Jahren dieses Drama. Parallel dazu ein paar Widersprüche, die mir aufgefallen sind. Damals wurde halt die, oh wie heißt die nochmal, ist zum Glück mittlerweile abgeschafft worden, der Beitrag Praxisgebühr eingeführt. Die wurde begründet mit der demografischen Entwicklung. Wissen Sie, was damals los war? 5 Millionen offizielle Arbeitslose. Die Löhne stagnierten. Was passiert, wenn viele Leute nicht arbeiten, wenn die Löhne stagnieren? Ja, dann sind die Sozialkassen leer. Ne? Das war der Grund für leere Sozialkassen und man hat die Demografie dann als Vorwand genommen, um Deutschland zukunftsfest zu machen. All diese Widersprüche haben mich zum Nachdenken, zum Nachblättern. Und ich erzähle erst noch mal ein klein bisschen so, bevor Sie dann auf die Folie gucken. Und das für mich Erstaunliche war, eigentlich war fast alles oder alles, was man hörte, drückte was anderes aus, als ich dachte. Deshalb habe ich mir erstmal nicht geglaubt. Dann habe ich mal hier rumgerechnet, mal da rumgerechnet, mal von da geguckt und kam immer wieder auf den gleichen Widersprüche. Dann habe ich das in einem kleinen Freundeskreis vorgetragen, ja, alle so einigermaßen aufgeweckt, die sagten, klasse. Musste veröffentlichen, habe ich natürlich nicht getan. Dann habe ich im größeren Freundeskreis keinen Widerspruch. Und dann habe ich halt einen Artikel geschrieben, mich seitdem intensiv mit der Materie beschäftigt. Gut, das ist eine Meldung, wir haben doch nicht so viele Alte, da läuft was falsch, die könnte ja was gegen Demografie Angst machen, fällt runter. Steigende Lebenserwartung geht mit besserer Gesundheit einher. Eine 12-Jahres-Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Das heißt nicht, wenn ich älter werde, dass ich immer gesünder werde, sondern dass, wenn die Gesellschaft älter wird, die Leute nicht so früh halt zum sogenannten alten Eisen zählen, ist ja eigentlich eine Beobachtung, die wir alle machen. Ne? Wer ein bisschen älter ist, also alt war vor 50 Jahren ein über 65-Jähriger im Regelfall, alt und klapprig, heute ist es vielleicht der 80-Jährige. Diese Beobachtung ist ja auch logisch. Warum werden wir älter? Weil wir genauso krank sind wie immer, ne? Dann würden wir auch dahin gerafft. So, solche Meldungen finden Sie so gut wie gar nicht. Ich bringe Ihnen dann noch ein paar andere Meldungen. In NRW fehlen Lehrstellen, Rekordzahl bei den Studierenden. Aber wie, hallo, hatten wir nicht den letzten Deutschen, der die Republik hebt? Weil wir aber nur noch ein Kind haben, was überbleibt, fehlen Lehrstellen, sind die Hochschulen proppenvoll. Das weiß jeder, dass die Hochschulen proppenvoll sind. Nur kaum einer kommt auf die Idee zu sagen, das sind die jungen Leute, die uns ernähren und für die Rente sorgen. Denn sonst käme man auf die Idee und sagt, hört doch mal auf zu jammern, mein Lieblingsspruch, bildet die Leute aus, die vernünftig aus, die wir haben. Ne? Wenn er die nicht vernünftig ausbildet, die jungen Leute, die wir haben,
Ja, dann können wir in Deutschland ein Problem bekommen, aber nicht, weil wir zu wenig Kinder haben, sondern weil wir zu wenig für die Kinder getan haben. Und hier brauche ich Ihnen wahrscheinlich kein Lied zu singen, nur eine kurze Bemerkung. Wir sind konzipiert in Remagen an meiner Fachhochschule für 40 bis 60 Leute pro Semester. Wir nehmen jetzt 240 auf. Das merkt man in den Räumlichkeiten, das merkt man in den Professoren. Aber weil wir die vierfache Menge ausbilden, haben wir auch 10% Professorenstellen gestrichen bekommen. So als Ausgleich. Das ist auch das, wo ich mit Politikern immer sage, ihr könnt kräftig jammern und an irgendwelchen Sozialschrauben drehen, aber positiv für die Zukunft, das läuft leider nicht. Übrigens, hier deckt sich ein bisschen die geburtenstarken Jahrgänge der 80er Jahre, zumindest bis vor einer kurzen Zeit. Wie hoch sind die Arbeitslosenquoten? Als Experten habe ich genommen Hochzeit der Expertenkommissionen um 2003 rum, Herzog, Rürup und Harz-Kommission. Wenn Sie jetzt hier die Namen sehen, wissen Sie wahrscheinlich, das sind die Köpfe, die die Richtung vorgegeben haben. Da war Deutsche Rentenversicherung, da war Prognos. Weiß der Teufel, wer der DGB war mit dabei gewesen in diesen Kommissionen. Das waren riesige Expertenkommission. So, und was schätzen die zur Arbeitslosenquote 2030? Herzog bleibt konstant, Rürup halbiert sich, Harz gibt nicht mehr Arbeitslose. Es gibt nur noch fehlende Erwerbspersonen. Hier habe ich übrigens einen logischen Fehler gemacht, dass ich den ungünstigsten Fall rausgesucht habe. Der hat aber mindestens 3 Millionen fehlende Erwerbspersonen. Okay, das schätzen die. So, und dann kehre ich jetzt den Formalmathematiker raus, der formal logisch einfach feststellt, mindestens 2 der 3 Experten irren. Da geht nicht alles. Und sie irren nicht ein bisschen, sie irren massiv. Also soweit ist das mit dem Schätzen für das Jahr 2030 bei den Experten gar nicht, wie sie immer tun. Ne? Im Jahre 2030 ist, wird, 2 von 3 irren sich hier. Das ist der erste Blick. Der zweite Blick geht dann nochmal ein bisschen tiefer. Herzog, CDU in der Opposition. Was macht eine Opposition? Die Regierung schlecht reden. Ja. Was gehört zum Schlechtreden? Auch schlechte Prognosen für die Zukunft. Durchzieht den ganzen Bericht. Feinheiten lasse ich jetzt mal. Rürup, SPDler, SPD in der Regierung. Er zeigt einen positiven Pfad, wo es hingeht. Ne, also bei uns klappt ja jetzt alles gut. Also werden wir die Arbeitslosigkeit auch senken. Und Harz versucht seinen Hartz-IV-Satz zu erklären. Wir brauchen dich. Ne? Uns fehlen Erwerbspersonen. Du willst nicht arbeiten? Na okay, dann leb halt von Hartz-IV. Das heißt, sie irren, wenn sie irren, interessensbezogen. Und das ist jetzt eigentlich wieder so ein Punkt, ich habe viel Kontakt mit Journalisten, wo ich immer verzweifle. Die sind bezahlt worden für ihre Studien. Von wem? Von ihren Leuten. Wofür bezahle ich meine Leute? Damit die mir sagen, du machst Mist? Natürlich nicht. Wenn ich eine Studie in Auftrag gebe und dafür, ich weiß nicht, was sie gekostet haben, aber das werden bei den Studien mehrere Millionen gewesen sein, da will ich doch kein Ergebnis haben, was mir nicht passt. Das ist doch völlig klar. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und dass es überhaupt die Annahme gibt, dass solche Studien unabhängig sind, wenn sie privat bezahlt werden, das ist eine abenteuerliche Annahme, wenn Interessen dahinter stehen. Natürlich gibt es Studien, wo die Leute einfach wissen wollen, was passiert. Da ist das Interesse, ich will wissen. Dann kann die auch ehrlich sein. Aber wenn ein anderes Interesse dahinter steht, natürlich wird das in diese Richtung gefärbt. Also prognostizieren können sie nicht so gut oder wollen sie nicht so gut, wobei beides wohl zutrifft. Dann gehen wir mal zur Logik über der Experten.
Niedrigere Löhne, mehr Arbeitsplätze. Naja, wissen wir ja. Seit spätestens 74 die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Helmut Schmidt. Und das war der Beginn, wo klar war, die Unternehmen müssen ordentliche Gewinne machen. Was ordentliche Gewinne ist, weiß man nicht mehr, ob 5 Milliarden nicht zu ordentlich mittlerweile ist. Wenn nicht, gehen Arbeitsplätze verloren nach Osten oder weiß der Teufel, wo sie hinkommen. Okay, nehmen wir mal an, diese These würde stimmen. Ich will mit Ihnen jetzt gar nicht darüber, was Arbeitsplätze schafft, diskutieren, sondern über die Frage der Logik der Experten. Wenn diese These stimmen würden, und Sie gehen wahrscheinlich immer davon aus, dass sie stimmt, dann dürfen Sie die Republik umkrempeln hier. Bruttoverdienste in Deutschland nach West und Ost. Bisschen veraltet die Zahlen, aber von der Tendenz ist im Osten die Löhne 20% etwa niedriger als im Westen. Niedrige Löhne gibt mehr Arbeitsplätze, also haben wir in Deutschland alle Arbeitsplätze im Osten. Und im Westen, wegen der hohen Löhne, sind sie weg. Das heißt, an dieser einfachen Logik, die sie uns die Experten verkaufen, da stimmt was nicht. Was daran nicht stimmt, habe ich auch schon mal anderthalb Stunden Vortrag zu gemacht, möchte ich aber heute nicht wiederholen, sondern nur sagen, die verkaufen uns manchmal Dünnschiss. Ne? Und wenn Sie jetzt hier mal gucken, ich habe jetzt extra nicht den Osten Europas oder der Welt angeguckt, da wird dann immer gesagt, naja, das sind ja auch andere Bedingungen oder sowas. Ne? Die Mongolei, ja, die haben billigere Löhne als wir und eine höhere Arbeitslosigkeit. Das gilt übrigens für alle diese Länder. Ich habe diesen Vergleich gewählt, ganz einfach, weil die juristischen Voraussetzungen, Infrastruktur ist teilweise im Osten sogar besser, weil in den 90er Jahren erneuert als im Westen. Löhne sind niedriger und trotzdem werden die Arbeitsplätze nicht geschaffen. So, und wenn wir dann mal bei Logik sind, kommt jetzt mein Lieblingsfolie. Das ist mein Kuchendiagramm. Was Sie nämlich nicht erwähnt haben, ich bin in Kuchenheim geboren worden, also als Kuchenesser. Drei Thesen von Experten, wo Sie, glaube ich, gut 95% Zustimmung in der Bevölkerung bekommen würden, wenn Sie die Thesen. Was ist mit den Waren und Dienstleistungen in Deutschland? Das Bruttoinlandsprodukt, es wächst, aber langsamer als früher. Weil es langsamer als früher wächst, sagen die Experten aus, müssten wir ja mehr oder minder den Gürtel enger schnallen. Machen wir erstmal Gürtel enger schnallen. Das wird oft nicht so gesagt, ganz einfach, weil man die Preissteigerung nicht mitberechnet. Man sagt, dem Rentner kriegt 1% mehr. In einem Jahr, wo die Preise 2,3% hat er weniger. In Deutschland gibt es ganz viele, die den Gürtel enger schnallen müssen. Das sind alle, die irgendwie von Sozialgeldern in irgendeiner Art leben. Die haben real die ganze Zeit einen Verlust. Der Staat sagt für sich, er muss sparen. Selbst die Unternehmen, die entlassen ja nicht aus Böswilligkeit, ne? DKV oder wer das jetzt gerade war, sondern weil sie sparen müssen. Also jetzt haben wir schon mal, die Rentner müssen sparen, alle die Sozialhilfe bekommen, der Staat muss sparen, die Unternehmer müssen sparen. Der Einzige, der in Deutschland nicht unbedingt sparen muss, ist der Reiche, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, sind die Arbeitnehmer, denen wird dann zugebilligt, dass sie im Regelfall den Inflationsausgleich bekommen, mal auch ein bisschen mehr, dafür in anderen Jahren ein bisschen weniger. Also wir müssen fast alle sparen. Menschen in Deutschland werden immer weniger, Herwig Birk, wir sterben aus. Okay, drei Thesen, Bruttoinlandsprodukt wächst langsam, Menschen in Deutschland werden weniger und wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Und jetzt kommt schon wieder der Formalmathematiker, diesmal mit dem Kuchendiagramm. Waren und Dienstleistungen werden mehr. Die Menschen sind weniger. Wer verbraucht die Waren und Dienstleistungen? Bis auf kleine Ausnahmen. Die Menschen. Der Kuchen wird größer, oder wie ich einem einem Politiker aus dem Bundesarbeitsministerium mal, der sich wirklich sehr sperrig gezeigt hat mit dem Nachdenken, machen Sie das doch. Nächster Geburtstag, backen den Kuchen mehr, laden ein paar Leute weniger ein und sagen, dann müssen aber heute alle ein bisschen weniger essen als letztes Mal. Es ist Quatsch.
Das Einzige, bevor Sie jetzt Ihr Gehirn da so lange dran arbeitet, natürlich gehören hier auch der Export dazu. Wir haben aber auch einen Import. Wenn beim Wachsen der Exportüberschuss ganz überdimensional wachsen würde, der Exportüberschuss, dann wäre das für die Weltwirtschaft eine Katastrophe, dann könnte die These aufgehen. Wenn der Exportüberschuss aber nicht weiter gesteigert wird, als er jetzt eh schon ist, wachsender Kuchen, weniger Esser, wir müssen nicht sparen. Und hier sieht man, und deshalb brauche ich das auch gerne, und auch jeder, ne? Jeder Armuts- und Reichtumsbericht sagt, immer größerer Teil vom Kuchen wird vorher von den Reichen rausgenommen. Ja, wenn dann die Bevölkerung nur noch den kleiner gewordenen Rest bekommt, ja, dann gibt es Probleme, dann müssen die sparen. Dann hat das aber nichts mehr, und deshalb bringe ich das hier, nichts mehr mit Demografie zu tun. Das ist keine Frage der Alterung der Gesellschaft, das ist eine Frage der Verteilung, des vorhandenen Reichtums. Wenn der immer ungleicher verteilt wird, wird der ärmere Teil weniger bekommen. Okay, das ist mein Kuchendiagramm, widerspricht den Thesen der Experten. Und ich komme jetzt so langsam, wie Sie merken, auch schon wieder stärker zum Thema Demografie zurück. Und da will ich noch ein Argument, weil Sie haben ja wahrscheinlich fast alle Soziologie mal irgendwann gehabt. Und es heißt doch immer so schön, das sind die Bevölkerungsbäume von 1900 bis 2000 und wie es später mal sein soll. Und das ist ja unser geliebter Tannenbaum, ne, wo ja immer gesagt wird, früher war es gut, da hatten wir die Bevölkerungsstruktur Tannenbaum. Heute haben wir eine Bevölkerungsstruktur, wie nennt ihr sich, später mal Urne genannt. Ne, so um das. So, da war es gut, da ist es schlecht. Ja, liebe Leute, 1900 ging es den Leuten besser als heute. Spinnt ihr? Da ging es den Leuten schlecht 1900. Heute geht es ihnen viel, viel besser. Also dieses Tannenbaum mag Assoziationen erwecken, Tannenbaum, Weihnachten, voller Baum, schön. Aber den Leuten ging es zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht gut. Denen geht es heute viel besser, seit wir immer weg vom Tannenbaum sind. Und wenn Sie heute international gucken, die Länder, die den Tannenbaum haben, ja, sind die armen Länder. Und die, die ihn nicht haben, sind die reichen Länder. Also diese Tannenbaumphilosophie, die kommt hervorragend an bei den Leuten, auch eine ständige Wiederholung, ist bescheuert. Ich bin ein ehrlicher Mensch. So, und zusätzlich, denn hier sind die bis Einjährigen, bis Zweijährigen und dann bis 25-Jährigen. Was bedeutet denn, dass hier die Zahl bergab geht? Ja, die sterben. Früh. Jedes Jahr sterben relativ viele. Dadurch kriegt man diese Tannenbaumstruktur. Oh, klasse. Danke, dass ihr uns das als Vorbild nehmt. Dann dürft ihr jetzt wirklich am Ende des ersten Lebens immer ein paar Kinder mal massakrieren, damit wir die Tannenbaumstruktur wiederbekommen. Es ist, ja, Sie merken langsam auch, warum ich so böse und manchmal auch so harsch kritisiere, weil das ist mit gesundem Menschenverstand nicht mehr erklärbar. Ja, gut, jetzt habe ich über Experten genug, den Miegel und auch Finanztest, ich sage das immer mal laut, was ich wegtue, A, um zu rechtfertigen, dass ich mit Folien arbeite, bei PowerPoint kann man das nicht so gut, und B, falls ihr da irgendwas sagt, oh, das will ich mal wissen, merken Sie es, machen wir eine Diskussion. Noch ein paar Expertenwidersprüche weggenommen, und jetzt kommen wir zu den drei Argumenten. Ach so, na oh, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Macht so viel Lügen mit Zahlen. Die letzte Zeit. Doch, jetzt kommen wir zu den drei Argumenten. Also entschuldigen Sie mal, gerade meine Verwirrung etwas zur Demografie, die mir Mut machen. Und bevor ich es vergesse, tue ich gerne, weil die anderen machen alle Panik. Ich zeige die positiven Seiten. Natürlich ist das Älterwerden, ist Alzheimer ein Problem. Ne? Natürlich geht das an der Gesellschaft nicht spurlos vorüber, aber wir sind eine reicher werdende Gesellschaft, die Kapazitäten im Moment in Massen nicht nutzt. 6,4 Millionen Leute wollen mehr arbeiten, 3 Millionen offizielle Arbeitslose, die Gesellschaft bewältigen kann. Was ich jetzt nicht sage, ist, es wird alles gut,
sondern es wird Probleme, die kann man lösen. Und es gibt viele Probleme, vielleicht kommen wir in dem Punkt noch dazu, wo ich leider schwach sehe, weil sie nicht gelöst werden. Und wenn sie nicht gelöst werden, sagt man wieder die Demografie. Ich habe Ihnen eins genannt, ne? Ausbildung junger Leute. Ist einem zu teuer. Schlichtweg den Leuten zu teuer, alle jungen Leute vernünftig auszubilden. Und dann sagt man wieder, die Demografie ist alles schuld. Ne? Man verschiebt halt auf die Demografie, was eigentlich ein anderes Problem ist. Die müssen wir angehen. So, aber jetzt die drei Argumente. Und ich glaube, ich mache es ein bisschen kürzer, als ich normalerweise das mache. Entwicklung im letzten Jahrhundert. Spiegelbild. Sie können sich noch daran erinnern, was ist das Problem? Immer weniger junge Leute, wir werden immer älter, immer mehr Rentner. Im Jahrhundert alles gehabt. Legen gleich ein paar Fakten auf. Parallel hat sich Deutschland sozial, wirtschaftlich, ökonomisch glänzend entwickelt. Und von wegen Arbeitskräftemangel, wegen der Demografie, wir haben die Arbeitszeit massiv reduziert, wir haben Leute aus dem Ausland zum Arbeiten hier hingeholt. Immer weniger Kinder, immer mehr alte Leute. Das zweite 50-Jahres-Prognosen habe ich schon mal angedeutet, werde ich noch eine kleine Ergänzung machen. Und als drittes habe ich mal gegen alle Rechnungen, die Fachleute wie Raffelhüschen oder Miegel oder Birk machen, habe ich mal eine Rechnung gemacht, wo ich nicht 1000 Annahmen drin versteckt habe, die teilweise idiotisch sind. Habe ich auch viele von veröffentlicht, Raffelhüschen diskutiert, selbst in Freiburg nicht mehr mit mir, weil er weiß, dass ich seine Annahmen etwas lustig betrachte, sondern haben eine Rechnung gemacht, die jeder nachvollziehen kann. Das ist unter Experten eine unübliche Sache, gucken wir uns mal an, ich habe schon mehrere Rechnungen gemacht, das ist jetzt gerade meine neueste, an der ich halt im Moment noch den meisten Spaß habe. Aber fangen wir im letzten Jahrhundert an. Also das Drama laut Spiegel, zu wenig junge Leute, zu viele Alte, kann ich nur sagen, kennen wir. Und fangen wir erstmal mit dem Lebensalter an. Letztes Jahrhundert, also alle Daten sind jetzt vom Statistischen Bundesamt, ne? Letztes Jahrhundert sind wir im Schnitt 30 Jahre, über 30 Jahre älter geworden. Wir rechnen im Moment für die nächsten 50 Jahre mit 8 bis 10 Jahren, die wir älter werden, auf ein Jahrhundert umgerechnet 16 bis 20 Jahre. Im letzten Jahrhundert, lächerlich, sind wir über 30 Jahre. Also Alterung kennen wir aus dem letzten Jahrhundert zur Genüge. Zweiter Teil, Kinder und Jugendliche. Für mich noch eklatanter. Anteil der unter 20-Jährigen 1900 44%. Das ist fast jeder Zweite. Einer von uns beiden war 1900 jung. Naja. Waren wir beide noch nicht geboren. Okay, aber einer von zwei Personen. Im Jahre 2000 waren es nur noch 21%. Das heißt, nur noch jeder Fünfte war. Da muss ich schon die ganze vordere Reihe hier nehmen und einer von ihnen wäre dann jung gewesen. Und im Jahre 2050, nach der Prognose des Statistischen Bundesamtes, die alle zur Panik benutzen, soll es jeder Sechste sein. Da kann ich nur sagen, der Verlust der Jugend ist hier. Was hier kommt, ist noch ein mildes Ausschleifen des Gesamten. Rentner lege ich jetzt nicht auf aus einem ganz einfachen Grunde, weil man im Jahre 1900 Rente mit 70 bezogen hat und das Rente mit 65 später kam. Die Anzahl, der Anteil der Rentner, Anzahl darf ich ja nicht, jetzt mach keine Mathematik. Der Anteil der Rentner hat sich mehr als vervierfacht. Der Anteil der über 65-Jährigen, die aber hier noch keine Rente bekommen haben, ist von 4,9 auf 16,7% gewachsen. Und jetzt gehen Sie mal mit Miegel, Birk, Raffelhüschen, FAZ, Welt, gehen Sie mal ins Jahr 1900 und sagen voraus, die Alten, die leben 30 Jahre länger. Der Anteil der Rentner vervierfacht sich. Die Jugendlichen, der Anteil, der halbiert sich. Da hätte man 1900 gesagt, oh, wei, wei, wei.
Das gibt ja eine riesige Katastrophe, die können wir nur lösen, indem wir Sozialleistungen kürzen. So, und was ist im Jahr 1900 passiert? Im letzten Jahrhundert passiert? Wir haben die Sozialleistungen massiv ausgebaut. Wir haben den Wohlstand massivst ausgebaut. Und wir hatten nicht zu wenig Arbeitskräfte, sondern wir haben genug, dass wir Arbeitszeiten verkürzen können. 60-Stunden-Woche, 2 Wochen Jahresurlaub, wenn überhaupt. 40-Stunden-Woche, 6 Wochen Jahresurlaub. Also im letzten Jahrhundert waren diese Faktoren da, allesamt, aber kein Grund für Sozialabbau, im Gegenteil. Meine Lieblingsbemerkung gegenüber dann Mitdiskutanten ist einfach die Frage, wo ist denn der Unterschied? Warum war es im letzten Jahrhundert eine gute Entwicklung und dieses nicht mehr? Und dann habe ich das häufiger vorgetragen, können Sie auch gerne als Aufforderung verstehen, und bekam dann irgendwann, ich glaube, das sogar als Folie zugeschickt. Sozialstaat in der Sackgasse, wer zahlt morgen die Renten? Also im Jahr 1959. In Österreich, aber Österreich hat bevölkerungsmäßig die gleiche Entwicklung. Das heißt, auch die Angst vor der Demografie war schon da, weil es ist ja Fakt, wir werden älter und kriegen weniger Kinder. Und das hat Angst gemacht. Ich lese Ihnen jetzt mal ein Zitat vor, aus dem Spiegel. Irgendwer hat in den Tagen der Regierungsbildung dem Bundeskanzler die in der Tat sensationelle Mitteilung gemacht, dass die westdeutsche Geburtenziffer mit 15,7 je 1000 Einwohner auf den tiefsten Stand seit 50 Jahren gesunken ist. Oh, Drama. Konrad Adenauer, Oberhaupt einer zahlreichen Familie, dann sterben wir ja aus. Kommt Ihnen bekannt vor, ne? Also die Medien schreiben heute nur die Panikmeldung von früher ab. So, in seiner Regierungserklärung widmete der Kanzler deshalb vergangene Woche diesem Thema längere Passagen. Die wachsende Überalterung des deutschen Volkes steigt andauernd, erklärte er, und so weiter. Das war Adenauer 1953. Die gleiche Angst vor der Demografie, aber völlig unberechtigt. Und ein Freund von mir ließ sich dann nicht lumpen und hat noch tiefer in die Geschichte reingeguckt. Volk ohne Jugend, Geburtenschwund und Überalterung des deutschen Volkskörpers, also entschuldigen Sie, Sprachwahl, ist aber aus 32, aus der Weimarer Republik, ist also nicht aus dem Nazi. Geburtenschwund und Überalterung des deutschen Volkskörpers. Und der Klaus will mir ständig Passagen dazu aus dem Buch rausschreiben, weil er sagt, ja, heute schreiben die genau das Gleiche. Die Angst war da, weil Angst vor Altern haben wir, da könnte man psychologisch auch drüber reden, warum wir Angst vom Alter haben, aber das, was sie prophezeit haben, ist überhaupt nicht eingetreten, dass es Sozialabbau gibt. Und es muss auch nicht eintreten, wachsender Kuchen mit weniger Essern, da ist Sozialabbau nicht nötig. Also das letzte Jahrhundert macht mich mutig und vor allem macht mich auch mutig, weil keiner meint, der Leute, die gerne Panik machen, irgendein Argument bisher dagegen entwickelt haben. Sie haben stattdessen, schweigen Sie mich lieber tot. Apropos Totschweigen. Eine Sache, wo ich erstmal sauer war, kann man ja mal zwischendurch ein bisschen zur Auflockerung, bevor die Fakten so weiterprallen. Ich habe mir das Kuchendiagramm gezeigt, ne? Das durfte ich vor etwa 5 Jahren in der ARD in einem Film Rentenangst, durfte ich dieses auch vortragen und das fanden viele ganz plastisch. Ich habe massenhaft Zuschriften bekommen. Das Autorenpaar, auch einer aus dem Saarland, hat jetzt vor 2 Jahren einen neuen Film gemacht, das Riester-Dilemma, haben dieses Argument nochmal mit mir gefilmt, weil das so sehr gut angekommen ist. Ich gucke mir den Film und so nach dem Motto, ach klasse, bist du mal wieder in der ARD, kannst du mal wieder ein vernünftiges Argument drüber bringen. Mist. Also ich durfte nachher am Schluss einige Prognosen wagen, einige Ursachen erklären. Aber das Kuchenargument wurde von Professor, ja, ich sage jetzt nur von Weizsäcker, ich weiß nicht, welcher von Weizsäcker das war, Volkswirtschaftslehre, Professor an der LMU in München, der hat dieses Argument gebracht. Ne? Der hat nach der ersten Sendung nachgefragt, ob er das Argument bringen durfte, nicht bei mir, sondern beim Saarländischen Rundfunk, fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und der Dietrich Kraus rief am nächsten Tag bei mir an, sagte, Herr Bosbach, ich weiß, Sie hingen wieder unter der Decke,
Weil wir, ne, Sie sind der Erfinder des Arguments, Sie bringen das plastisch rüber und wir lassen Weizsäcker das bringen. Aber es geht doch um das Argument. Ne? Wenn Sie es nicht so gut rüberbringen können, weil es nicht akzeptiert wird, dann nehmen wir einen von Weizsäcker. Volkswirtschaftslehre, Professor der LMU in München. Haben Sie es gehört, das Argument? Nein, nein. Das nützt nichts. Das könnte der Papst auch sagen, der sagt teilweise auch gute Sachen, auch das nützt nichts, weil es ist nicht gewünscht, dieses Argument. So, also im letzten Jahrhundert hatten wir die gleichen Probleme schon mal, jetzt kommen wir zu Prognosen, ich habe eben schon mal ein bisschen was erzählt, wer es gern amtlich hat, kann man zur Treffsicherheit von Bevölkerungsvorausberechnungen beim Statistischen Bundesamt nachgucken. Ich sage dazu erstmal gar nichts mehr zur Bevölkerungsprognose, das wäre wieder mindestens 10 Minuten, sondern zeige Ihnen stattdessen nochmal dieses Unikum hier. Dieses Unikum ist der erste IBM-PC, der ist vor etwa 30 Jahren auf den Markt gekommen und wir hatten am Seminar für Statistik das Glück, dass wir einen bekommen, gestellt bekommen haben von IBM. Vor 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie daran gearbeitet haben und wir können uns auch nicht mehr daran erinnern, was vor 30 Jahren war. Deshalb erzähle ich Ihnen kurz, was dieses Ding damals, der Stand der Technik, der damals berühmtesten und besten Computerfirma IBM, was die konnte. Also meine Armbanduhr ist heute leistungsfähiger. Ich habe 50.000 Simulationsrechnungen gemacht für meine Doktorarbeit. Wenn ich das gemacht habe, habe ich das in der Woche getestet mit so 20 Läufen, habe freitags, wenn der letzte aus dem Institut war, den Rechner angeschmissen, auf dem Bildschirm einen Zettel drüber geklebt, Computer nicht ausschalten, arbeitet für Gerd. Freitags mittags. Montags morgens kam ich rein und das ein oder andere Mal musste ich als erstes schnell mal bei den anderen Klinken putzen. Der hat jetzt 2,5 Tage für mich gerechnet. Bitte lasst ihn noch jetzt seine letzten Rechnungen durchführen, ich brauche das. Das zur Rechenleistung, vor 30 Jahren. So, zur Bildschirmleistung, dieses Ding, 5.000 D-Mark hat das gekostet. Zur Bildschirmleistung, das ist wie ein Kästchenpapier. Ne, Zeilen und Spalten, 24 Zeilen, 80 Spalten und in jedem dieser Kästchen konnten wir ein Symbol reinmalen. Ich habe damals die fortgeschrittenen Grafiken mit diesem Ding bearbeitet. Ich konnte dann hier ein Sternchen setzen oder hier ein Sternchen. Die Y-Achse waren große I's. Das war damals der fortgeschrittene Stand der Technik. An Vernetzung, an all das, was Sie heute haben, also Internet oder Handy oder das ist alles völlig, aber selbst wenn Sie Geld abgehoben haben, da gab es keinen Computer, wo der nachguckte. Das ging gar nicht. Sondern der hat dem Buch getraut, was sie ihm gezeigt haben. Und wenn er nicht getraut hat, hat er zur Wählscheibe vom Telefon gegriffen, hat, kann ich mich noch gut daran erinnern, gesagt, hier steht so ein langhaariger Typ vor mir, der behauptet, auf seinem Postsparbuch sind noch 700 D-Mark drauf. Das ist ein bisschen verwaschen. Stimmt das? Ne? Das war der Stand der Technik. Und wenn Sie sich jetzt heute angucken, machen Sie es mal morgen irgendwann mal, wo Sie überall Computer und Computertechnik benutzen. Ne? Das war vor 30 Jahren nicht vorstellbar. So, und das, was ich hier in den letzten 30 Jahren darstelle, von 1950 konnte man sich 1980 nicht vorstellen, 1920, 1950 nicht. Wir können wirtschaftlich keine 30 Jahre, also wer das tut, ist ein Scharlatan. Sage ich ganz deutlich, oder doof. Da kann er sich jetzt auswählen. So, und da Sozialpolitik ja nicht nur von der Bevölkerungszahl abhängt, das ist nämlich der größte Fehler, dass sie sagen, wegen der Bevölkerungszahl müssen wir sozial so und so. Nein, Sozialpolitik hängt von dem Reichtum, den wir haben, ab. Von dem verfügbaren Reichtum. So, da spielt die Technik eine große Rolle und die lässt sich soweit gar nicht vorausschätzen. Gut, das zu Prognosen. Und jetzt kommt meine relativ neue Rechnung. Ich war es irgendwann einfach mal satt gewesen. Ach so, es gab einen ganz konkreten Anlass.
lässt sich vielleicht besser. Bin mir wieder auf Meinhard Miegel gestoßen. Meinhard Miegel war jemand, der für alles, was ich veröffentlicht hatte, einen wohlfeilen klingenden Satz kurz und sehr seriös vorgetragen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit ihm diskutiert habe, habe ich mir irgendwas Neues einfallen lassen. Da hatte er keinen Satz für auswendig gelernt und dann war immer relativ schnell klar, was Fakt war. Diese Rechnung, und falls Gewerkschafter unter Ihnen sind, dann bitte ich die Gewerkschaft ein bisschen weiter zu verbreiten. Süddeutsche Zeitung hat das mal einen Auszug von gebracht. Im Buch Armut im Alter ist es ausführlich dargelegt, kann man auch auf den Nachdenkseiten nachlesen, den Teil aus dem Buch Armut im Alter. Ich gehe mal von einem Arbeitnehmer aus, der heute 2000 Euro bekommt. Das ist egal, was ich da annehme, weil alles prozentual, kann ich auch 1000 oder 3000 annehmen. Dann gehe ich weiter davon aus, dass wir in Deutschland ein Wachstum von 1% real haben. Und jetzt mache ich keine Umverteilung zugunsten der Unternehmer, sondern dieses 1% reale Wachstum bekommt der Arbeitnehmer genauso ausgezahlt wie der Unternehmer. Wenn wir 1% Wachstum haben, kriegt jeder auf seinen Teil, den er hat, 1%. Das nennen die Gewerkschafter dann verteilungsneutral. 1%, können Sie sich die Frage stellen, wie komme ich auf 1%? Ich habe die niedrigste Wachstumsprognose genommen, die ich irgendwo finden konnte. Das ist die ist von Prognos, die niedrigste. Was passiert, weiß ich nicht. Allerdings eine Gesellschaft, eine Wettbewerbsgesellschaft ohne Wachstum, ja, die geht nicht, ne? Wettbewerb funktioniert, weil Neues erfunden wird und wachsen. Wenn wir nicht mehr wachsen, haben wir ja in den Krisen, Finanzkrise gesehen, in was für chaotische Zustände das führt. So, Arbeitnehmer bekommt es ausbezahlt, dann bekommt er in 50 Jahren 3.300 Euro. Auch hier ein beliebter Fehler, selbst bis zu Akademikern hin, die sagen 50 Jahre mal sind 50%, hier ist Zinseszinseffekt mit dabei. Bitte jetzt nicht. Da lacht er nur. Ja, wer ein bisschen in Rechnen geschult ist. Aber es hat ein Akademiker, der einen Vortrag gehalten hat zum Thema, bei mir mal angerufen, wie ich denn darauf käme. Er hätte alles verstanden, aber das nicht. Okay, das sagt wieder was zur Bildung. So, jetzt nehmen wir mal an, Pi mal Daumen, 10% heute für die Rente. Dann hat der Arbeitnehmer, dann bleiben 1800 über für den Rest. Gesundheit, und was, Krankenversicherung und was, das Leben. So, und jetzt heißt es ja, wegen der älter werdenden Gesellschaft müssen wir einen höheren Beitragssatz für die Rente ausgeben. Und wenn Sie die Geschichte verfolgt haben, dann wurde als dramatisch immer gesagt, ja 30% müssen wir vom Lohn für den Rente ausgeben, wenn wir heute nichts tun. Das sind Rechnungen von Birk, Müntefering und ich weiß nicht, wen er sonst noch hat rechnen lassen. Da habe ich mir gedacht, na gut, dann mal einfach den Rentenbeitrag wachsen auf 15% für den Arbeitnehmer. Ja, da bin ich bei 2.800 Euro. Das ist gegenüber dem, was er heute kriegt, gut 50% mehr. Den Arbeitnehmer schreckt das nicht. Er hätte eine vernünftige gesetzliche Rentenversicherung, weil der Rentenbeitrag von 20% auf 30% gestiegen ist. Ja, und hätte einen auskömmlichen gestiegenen Lohn. Falls Sie Ähnlichkeiten sehen mit dem, was im letzten Jahrhundert passiert sind, sehen Sie richtig. Da ist nämlich der Rentenbeitrag auch massiv gestiegen, ohne dass wir ärmer wurden. So, jetzt gab es eine Zeit, wo Rente mit 67 durchgesetzt werden sollte im Arbeitsministerium und dort hat dann Herwig Birk mit Franz Müntefering eine Panikzahl ins Arbeitsministerium gestreut, weil es gab Widerstand innerhalb der Sozialdemokraten, innerhalb der Gewerkschaften, die gesagt haben, Rente, jetzt ist Schluss, ne? Agenda 2010 reicht, aber jetzt Rente mit 67 ist nicht mehr. Und dann haben die gestreut eine alte Rechnung von Herwig Birk, die er zurückgezogen hat, mich 40% Rentenbeitrag ist nötig, wegen der steigenden Rentnerzahl. Ja, habe ich einfach mal nachgerechnet. Von dem 40%, Arbeitnehmer 20%. Runter, dann ist er hier auf 2,6 und hat immer noch 45% mehr als heute. Real.
Die Preisentwicklung habe ich bei allem nicht mit berücksichtigt. Weder bei den Löhnen, ja, und eben auch nicht bei dem, was er ausgeben kann. Er hat real 45% mehr. Und ich hatte geahnt, was in der Diskussion mit Miguel kommt, nachdem ich die Fakten aufgelegt habe. Miguel ist wirklich also sehr wendig, wenn es darum geht in der Diskussion. Sagt, ja, Herr Bosbach, der Arbeitnehmer könnte ja so einen Rentenbeitrag bezahlen. Da habe ich ihm als erst gesagt, geben Sie mir das schriftlich. Na, er hat ja immer für die Privatisierung der Rente gesorgt. Der Arbeitnehmer wäre in der Lage, so einen hohen gesetzlichen Rentenbeitrag, aber der Arbeitgeber nicht. Tut er auch nicht. Und ich habe jetzt mal den Fall einfach erstmal auch durchgerechnet. Ich habe gesagt, 40% Rentenbeitrag, das ist die Horrorgröße. Nächste Horrorgröße, der Arbeitgeber beteiligt sich überhaupt nicht an dem wachsenden Rentenbeitrag, sondern bleibt bei 10% und der Arbeitnehmer hat 30%. Also ich habe jetzt vom schlechtesten möglichen, gar nicht mal möglichen, schlimmer als der schlechteste möglich, nochmal das schlechteste gewählt und komme zum Ergebnis, dass der Arbeitnehmer 23, 28% mehr in der Tasche hat. Gesetzliche Rente nicht bezahlbar ist eine Mär, wenn es keine Umverteilung zugunsten der Arbeitgeber gibt. Wenn das reale Wachstum nicht dem Arbeitnehmer ausbezahlt wird, dann haben wir mit mehr älteren Leuten ein Problem. Wir haben das gleiche Geld in der Kasse, also auch in der Sozialkasse. Auf mehr Rentner gibt ein Problem. Wenn er aber am wachsenden, und das ist ja ein sehr gering wachsender Kuchen, beteiligt wird, hat er überhaupt gar kein Problem damit. Also gesetzliche Rente ist tragfähig und ich habe das schon über 1000 verschiedene über den alten Quotient. Das klingt, ich merke das auch bei Ihnen, ich kenne das ja aus Vorträgen heraus, das klingt erstmal, hat immer, boah, Hilfe, das kann doch nicht sein. Alle Leute behaupten, ne? Und der Bosbach rechnet mir jetzt einfach vor, kann ich sogar nachrechnen, das ist tragfähig. Und der Hintergrund da möchte ich Ihnen einfach nochmal, das sind ja auch wieder Zukunftszahlen, an der Vergangenheit klar machen. Das ist die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes real, ohne Preis, also Preissteigerung rausgerechnet. Und Sie sehen, seit der Wiedervereinigung in den gut 20 Jahren ist trotz, ne, wir hatten keine wirtschaftlich gute Zeit, ne, ist trotzdem real mittlerweile 30%, fast ein Drittel mehr. Hätten wir die Finanzkrise, die mit Demografie nur wirklich nichts zu tun hat, nicht gehabt, wären wir schon fast auf 40% mehr. Ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist hier unten. Das sind die Arbeitsstunden, die geleistet werden. Gut, minus 3,2%, der Statistiker wird sagen, ein bisschen weniger, ne? So genau können wir auch gar nicht messen. Aber im Prinzip mit etwas weniger Arbeit haben wir in den 20 nicht guten Jahren das, was wir produziert haben, fast ein Drittel erhöht. So, und jetzt können Sie sich vorstellen, wie in 50 Jahren das Ganze wächst. Das ist übrigens einer der Zahlentricks, ne? Wie rechne ich eine Zahl groß, um mich zu loben oder um zu erschrecken? Indem ich sie nicht für ein Jahr, nicht für 5 Jahre, nicht für 10 Jahre, sondern für 50 Jahre mache, ne? Ja, falls einer Raucher von Ihnen ist, rechnen Sie mal für 50 Jahre, wie viel Geld Sie verbrauchen. Dann merken Sie, das ist ein ganz beliebter Trick, der wird immer wieder angewandt. Die Leute fallen auch regelmäßig drauf ein. Achso, machen wir ein bisschen Werbung. Also, die letzte Zeit turne ich viel mit meinem Buch Lügen mit Zahlen, wo ich solche Tricks auf diese Art dann auch aufdecke. Das ist auch bei den 50-Jahres-Prognosen der Bevölkerung. Die glauben auch nicht, dass 50 Jahre. Aber in 20 oder 30 Jahren sieht es gar nicht so schlimm aus. Also rechnen Sie 50 Jahre lang. Wird es immer schlimmer. Das ist in 20 Jahren die Entwicklung. Die Produktivität schlägt die demografische Entwicklung. Eindeutig. So, und jetzt lege ich das auch alles weg, komme ich dann quasi zu der Quintessenz. Ich habe es eben schon mal angedeutet, dass ein Sozialdemokrat aus Hessen
nachdem er so meine Sachen zur Bevölkerung gelesen hat, gesagt hat, Voltaire hatte das schon auf den Punkt gebracht, als er sagte, je häufiger eine Dummheit wiederholt wird, desto mehr bekommt sie den Anschein von Klugheit. Über dies, was auch in der Ankündigung mit drin steht, wie die arbeiten zusammen, die Institutionen, die daran gewinnen, die da Panik machen, kann ich Ihnen gerne in der Diskussion viel erzählen. Bertelsmann hat versucht, mich zu werben. Ich habe 3 Monate mitgespielt, deshalb kenne ich da eine ganze Menge von. Ich will Ihnen aber erstmal nur mal klar machen, dass es sich hier nicht um irgendeine Form der Verschwörungstheorie handelt, sondern hier geht es um eine ganz einfache Nutzenfunktion, hätte ich beinahe gesagt. Wer hat alles an der Demografie, Rhetorik, Panik, Angst, egal wie Sie es nennen mögen oder ich es immer wieder mal nenne, wer gewinnt alles dran? Die Unternehmen. Sie sagen es auch selber, wir wollen Lohnnebenkosten senken. Größter Teil der Lohnnebenkosten sind die Renten. Die Unternehmer wären ohne die Demografieangst nie aus der paritätischen Rentenversicherung rausgekommen. Also mit der Krankenversicherung tat schon weh genug. Wenn jetzt der Gewerkschaft gesagt wird, jetzt müssen wir auch noch an die Rentenversicherung ran, hätte überhaupt nicht geklappt. Also hat man es mit Demografieangst und mit dem Pseudo-Argument, private Vorsorge ist dann besser, geschafft, die Unternehmer rauszuhalten. Wenn wir jetzt die Rente halten wollen, wird gesagt, sollte man 6% riestern, dann zahlt der Arbeitnehmer jetzt 9 und 6 sind 15% und der Arbeitgeber weiter seine 9%. Das macht jedes Prozent, was der Arbeitgeber weniger in die gesetzliche Rente zahlt, macht nach Angaben der deutschen Rentenversicherung 5 Milliarden Euro im Jahr. Das sagte ich eben, 6% Riestern sind 3%, die man normalerweise hätte, heißt 15 Milliarden gewinnen die. Aus dem Grunde waren die auch die Ersten, die über die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft das Thema Demografie hoffähig gemacht haben. So, Riesennutznießergruppe, Rieseneinflussgruppe in unserer Gesellschaft. Das muss ich politisch denkenden Menschen wohl nicht erzählen. Zweitens, die Versicherungsfirmen, klar. Riester ist staatlich bezuschusst, staatlich beworben, teilweise wird schon drüber nachgedacht, über Zwangsverpflichtungen. Bringt den Versicherungsunternehmen ein Riesengeschäft. Da die etwa 15% Abschlusskosten haben, ne, was sind keine Abschlusskosten, ne, da sind auch Gewinne drin, in großem, verdienen die massig an allem, was in Riester und Rürup reinkommt. Die sind riesig dabei, die waren auch bei der Ausarbeitung der Gesetze im Finanzministerium sehr, sehr gut mit dabei gewesen. Gibt es eine tolle Doktorarbeit drüber von Diane Wehlau. Wer die Kurzfassung lesen will, steht in Armut im Alter drin. Die hat das haarklein nachvollzogen, wie die Versicherungskonzerne halt Finanzministerium und Riester beraten haben, wie man es machen muss. Riesengewinnergruppe. Finanzdienstleister auch, jetzt vielleicht ein bisschen. Wenn wir spekulieren im Finanzmarkt, ne, dann machen wir eine Wette, ne, und wenn Sie gewinnen, habe ich verloren. Also das ist bei allem so, ne? Im Finanzmarkt, das ist, Spekulationen ist ein Nullsummenspiel. Einer gewinnt, der andere verliert. Es gibt eine Ausnahme, wenn frisches Geld reinkommt. Und das ist über Riester und Rürup deutlich reingekommen. Deshalb hat der gesamte Finanzmarkt da profitiert. Gut, das sind Gruppen, wo irre materiellen Interessen dahinter stecken. Die Gruppe der Politiker ist zum größeren Teil Opfer. Also ich habe mit vielen diskutiert und sind nicht Täter. Politiker sind für mich auch die in der normalen Bevölkerung am meisten überschätzte Gruppe. Nicht, weil sie dumm sind, die gibt es auch darunter, aber das ist nicht der Großteil, sondern ganz einfach, weil sie irre viel Sachen machen müssen, die sie vom tiefgehenden Arbeiten auf einem Gebiet abhalten. Ne? Da haben sie gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Die sind natürlich halt von den Beratungsinstitutionen Bertelsmann, Berlin-Institut, Initiative Neue, sofort. Und sie haben sehr schnell verstanden, wie sie die Demografie nutzen können. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele erzählt. Ne? Einführung der Praxisgebühr, ne? Eine wirklich sozial sehr unverträgliche Maßnahme.
lag an zu niedrigen Löhnen und zu hoher Arbeitslosigkeit, wird mit der Demografie erklärt. Fachkräftemangel, weil wir zu wenig ausgebildet haben, wird mit der Demografie erzählt. Sie haben für alles, was Sie tun müssen oder tun wollen, immer ein Argument, und wenn Sie den mal ein bisschen auf den Mund gucken, ist immer die Demografie. Warum das die Demografie ist, das erläutern Sie nicht, ne? Und beim Thema Ärztemangel habe ich Ihnen ja sehr anschaulich gemacht, dass es mit Demografie nur überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit mangelnder Ausbildung. Die haben ein Lieblingswort und klingen dabei auch noch intelligent, ne? Weil sie in die Zukunft gucken. Okay, den Rest vergesse ich mal. Diese Gruppen haben einen mächtigen Einfluss und haben ab Ende der 90er Jahre einen Riesenapparat, der gemeinsam arbeitet, um das Thema Demografie in die Bevölkerung und in der Politik zu verankern. Ich habe es erstmal intuitiv verfolgt und mich gewundert, dass es so wellenförmig kam. Da war mal eine Welle, 2 Wochen hat die FAZ was gebracht, dann brachte das Statistische Bundesamt was, dann brachte der Spiegel was. War in allen Medien breitgetreten zum Thema. Dann war 2 Monate Ruhe und dann kam wieder 3, 4, 5 Medien die demografische Information. Dann war wieder Ruhe und dann kam wieder das Nächste. Koordiniert hat das die Bertelsmann Stiftung. Demjenigen kenne ich persönlich, der es koordiniert hat, dass das genauso läuft. Und Sie dürfen jetzt bitte nicht vergessen, hier geht es um zig Milliarden Euro. Und ein Anlasspunkt, den es sicherlich gegeben hat, ist neben den Arbeitgebern, die halt ihre Lohnnebenkosten senken wollten, war sicherlich auch, dass der Weltmarkt eigentlich verteilt war. Eine Firma will expandieren, will größer werden, braucht Markt. Dann hat man immer wieder ausgedehnt. Sie können sich vielleicht im Jahr 1900 ist man irgendwo in die Kolonien gegangen und dann hat man hier und da dort ausgedehnt. Die letzte große Marktausdehnung kam dann, als der Ostblock sich aufgelöst hat. Da hat man wieder Absatzmärkte, hat konzentriert dafür gearbeitet. Ja, und dann war der Markt zu, der Weltmarkt. Da war keine Steigerung mehr, es sei denn, man hätte jetzt gerne den Leuten in den sogenannten Entwicklungsländern mehr Geld in die Tasche gesteckt. Das wollte man aber nicht. So, und dann hat man geguckt, wo kann ich mich denn ausdehnen? Und dann ist man sehr schnell drauf gekommen, es gibt da einen riesen staatlichen Sektor. Und bei dem staatlichen Sektor, Krankenhäuser, Schulen, Energieversorgung, alle diese staatlichen Sachen, da ist man ganz massiv rein, hat immer erstmal gesagt, die sind schlecht, wir sind besser und hat dort seinen Markt ausgedehnt und die Rentenversicherung setzt im Jahr über 10% des Bruttoinlandsprodukts um und ich kann einem Unternehmer eigentlich überhaupt nicht verdenken, dass er sagt, von diesem Markt, von diesem Kuchen möchte ich was abhaben. Dass Politiker Ihnen das dann gestehen, ist eine andere Frage. Also hier ist keine Verschwörungstheorie dahinter, auch wenn die Leute dahinter zusammenarbeiten, aber sie haben Rieseninteressen. Und wenn man Rieseninteressen hat, arbeitet man zusammen. Sie sagen ja bei der Gewerkschaft auch nicht, das ist eine Verschwörung, ne? Weil die Leute mit gleichen Interessen am Strick ziehen. Ich habe wie immer nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich denke, ich habe schon wieder lange genug geredet, würde jetzt gerne in die Diskussion gehen und mache hier nochmal das Fenster auf, und wenn hinten auch jemand das Fenster aufmachen kann. Danke Ihnen also für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt... Applaus